Weiter geht's mit Dark Souls 3. Und ja, die Frage ist, soll ich, also nach unten gehe ich erst auf jeden Fall erstmal. Die Frage ist, soll ich den Boss probieren als nächstes oder soll ich die Abzweigung, die noch offen sind, machen in dem dunklen Bereich, wo ich mit der Fackel lang gelaufen bin? Na komm her. Da gab es auf jeden Fall eine Leiter, dann ging es bei dem einen Bonfire noch weiter oder ich mache halt den Boss. Das sind so die Optionen, die ich so habe. Da soll jetzt mal herkommen. Ich will die nicht alle auf einmal pullen. Das ist dann noch ein bisschen übertrieben vielleicht. Machen wir erstmal den. Ich habe ihm gerade so wenig Schaden gemacht. Ich muss doch sonst nicht so oft zuschlagen, oder? Also muss ich ja nur so viermal zuschlagen oder dreimal. Jetzt muss ich einmal mehr zuschlagen, als ich sonst Änderungen hatte. Immer wenn man den unteren killt, dann gehen die drei los, was sehr angenehm ist. Jetzt kann ich erstmal schauen, was wir da machen. Also soll ich den Boss machen oder soll ich erkunden noch? Was ist eure Wunsch? Ich kann sie schon ahnen, was, worauf es hinausläuft. Aber ihr könnt es mir ja sagen, was eure Meinung ist, was ich zuerst machen soll. Ring des Sonnenerstgeborenen. Ring des Sonnenerstgeborenen. Bin ja gespannt. Verstärkt Wunder enorm. Brauche ich das? Nope. Okay, wo ist das nächste Bonfire? Dass ich jetzt kurz zurückgehen kann, leveln. Ich will noch irgendwas machen. Müsste doch. Ich möchte zurückgehen, ich möchte leveln, ich möchte noch irgendwas. Irgendwas wollte ich noch machen. Hier müsste das nächste Bonfire in der Ecke sein. Oder? Hier, genau. Dann machen wir den Boss. Entferntes Anwesen. Das ist noch dahinter und auf dem Weg zum entfernten Anwesen. Wenn ich das Stück zurückgehe, dann ist da noch die Leiter. Ja, das kriege ich alles schon noch hin. Und was will ich noch machen? Ich wollte aufleveln. Irgendwas anderes wollte ich noch unbedingt machen vorher. Bin nicht mehr ganz sicher, was. Ach ja, die Asche verbrennen. Das war's. Ha! Sehr schön. Habe ich noch mehr? Nein. Und leveln. Mindestens ein Level in Belastung, damit ich die anderen Sachen tragen kann. Heile das dunkle Siegel, ja. Da habe ich nicht genug Seelen. Obwohl ich hier inzwischen, glaube ich, genug Seelen, aber erstmal gucken, wie weit ich jetzt damit komme und was ich noch anderes machen möchte. Der Boss wird wahrscheinlich auch Kälte gegen Kälte gut sein. Also Kälteschaden austeilen, so rum. Wie sieht es denn eigentlich aus? Kälte 249. Nur zum Vergleich. Die Kathedralenrüstung ist da eh ziemlich gut. Das ist so eine gute Rüstung, die ich mir da gefarmt habe. Dann könnte ich die Handschuhe wieder anziehen oder die. Die immer noch nicht. 71,8. Würde meinen Kältewiderstand noch um 11 erhöhen. Das würde meinen Kältewiderstand um 15 erhöhen. Und es ist beides nicht so wahnsinnig weit entfernt, muss man ehrlich sagen. Weißt du was? Jetzt gibt es mal alles guck einfach, wie weit ich damit komme. Es sind eh nur zwei Level. So. Gucken, was ich jetzt noch tragen kann. Kathedralenrüstung ist einfach der Hammer. Die habe ich mir verdient.
Ich könnte das tragen. Die Hosen kann ich wahrscheinlich nicht tauschen. 70,9. Ein bisschen zu viel, dann werden aber die Handschuhe gewechselt. Und als nächstes gibt es dann die Hose noch. Die Handschuhe passen jetzt auch perfekt zur Rüstung. Sieht richtig, richtig gut aus. Ich gebe mal meine restlichen Sachen noch aus. Oh, ich kann die Schattenasche hergeben mit dem leckeren, die vollgeschissene, mit Exkrementen bedeckte, wie es netter heißt, Schattenasche. Gracious, let this ash be stirred. I only hope the... Okay, sie findet das ganz okay. Hat da kein großes Problem mit. Gibt es auch Jauche-Küchlein, ein bisschen passend zu der Asche, die ich hier gegeben habe, gibt es neue Items. Turmschlüssel habe ich schon benutzt, Grabschlüssel, Waffen, Talismane, Schwarzsteinrüstung, besonders effektiv gegen Feuer, auch ganz cool aus. Verbranntenmaske, Lebensring, Lloyds Schildring und das war's. Soll ich mein Geld noch ausgeben? Kann ich mir eh rüstige Münzen kaufen? Ich will mir eine rostige Münze kaufen. Auch aus dem Grund, weil ich hier mal bei Snuggly verwenden möchte. Oh, if what do you... All right, if that is your whim, but I hate to leave a city of nobles. Kann ich ihn nochmal hinschicken? I'm ready. Kann nämlich auch wohl gefährlich sein, wenn man ihn plündern schickt. Ich kaufe erst noch ein paar Sachen, bevor ich das irgendwann mal mache. Will ich sonst irgendwas kaufen bei ihm? Reparaturpulver, Blitzurne. Brandbombe, Seil, Feuerbombe. Nach hinten werfen, sehr witzig. Kannst du wegrennen und nach hinten werfen. Blitzurne, das benutze ich halt gar nicht so. Ich kaufe mir mal Glut, ich will jetzt ein bisschen ausgeben und dann kann ich noch eben... Bei 1300 eigentlich ist es auch Quatsch, aber egal. Ich gebe es einfach jetzt mal. 1300 Seelen sind auch wurscht, wenn ich die verliere beim Boss. So. Ordentlich aufgelevelter Estus-Flakon, jetzt reise ich dahin und es geht auf Bossjagd. Das machen wir heute Abend noch. Und dann ins Bettchen. Bin gespannt auf den Boss. Ob ich die Ringe anlasse, die mir mehr Seelen geben, obwohl beim Boss auch nicht so wichtig. 10%. Ich möchte lieber den Boss überhaupt schaffen und nicht sterben. Aus Prinzip will man ihn ja beim ersten Mal schaffen. Das heißt... Ich lege den Schlangenring ab und gebe mir dafür, wenn ich wenig Lebenspunkte habe, mehr Schadensminderung. Oder wohl verstärkt mehr Schaden machen einfach mit Folgeangriff, wenn ich ja mal eine gute Kombo durchkriege. Soll auch der Schaden entsprechend sein. So, die Abkürzung habe ich freigeschaltet. Hoch zum Boss. War ich kurz verwirrt, wo ich lang muss. Soll man nicht zu weit vorrennen. Hier erscheint auf jeden Fall einer, der mich schon gesehen. Na, ist ja auch geil. Hier ist aber auf jeden Fall einer. Autsch. Der erste Estus-Flakon geht da schon drauf. Ich will nicht mit zu wenig Lebenspunkten anfangen beim Boss. Habe ich aber nur noch 10. Ah, die gibt es ja auch noch. Der blockt immer ganz gerne und lässt ihm den Schild wegtreten. Da ist irgendwie nicht so hinterher. Na dann. Geht's los. Hohe Priesterin Sullivan. Ne, Hohe Priester, nicht Priesterin. Schick hat es hier. Ich mache mir den Sound direkt mal lauter.
Das gönne ich mir mal. Und los geht's. Okay. Sieht interessant aus. Trink was. Okay. Autsch, zu früh ausgewichen. Weg hier. Okay, geblockt. Und ausweichen. Das wird gefährlich. Das war keine gute Idee, in der Nähe zu bleiben. Heil dich, heil dich, heil dich! Okay. Man muss die richtige Balance finden zwischen dem Schild auf hochhalten, um sich zu verteidigen und ausweichen und halt dann auch wieder den Schild runternehmen, um Ausdauer zu regenerieren. Ja, das ist ein bisschen nervig mit den beiden. Ruhig mal Sachen nutzen, die meine Ausdauerregeneration. Nein! Ah, okay. Okay. Aber es ist machbar. Die erste Phase ist relativ einfach. Da muss man ab und zu ausweichen, zum richtigen Zeitpunkt blocken und zum richtigen Zeitpunkt den Schild runternehmen, wieder um Ausdauer zu generieren. Das geht. Ich werde dann noch zusätzlich Eis. Gucken wir mal ganz kurz. Mit dem Harzbündel arbeiten. Okay. Okay, easy. Also der... Gucken wir, wie lange die zweite Phase geht. Aber der fühlt sich durchaus machbar an. Meine Waffe hat auch schon gut hochgelevelt. Und komm. Dann. Okay, da bin ich schlecht ausgewichen. Da hat er mich gut erwischt. Okay. Okay, dem einen Hirn ausgewichen. Weg hier!
Okay, den kann ich getrennt von... Komm, den kriege ich jetzt. Sauber, der ist weg. Komm, schneller! Ja, Mann! Haha! Baby! Nicht first try, aber... Mit der richtigen Kombination aus Ausweichen und Blocken... Die Nachbarn, glaube ich, geweckt. Bisschen leiser sein. Meine Seelen liegen sogar auch noch da. Boah, ich habe echt Herzklopfen, ne? So, das Feuer mal entzünden. Puh. Okay, ich bin ein bisschen leiser. Meine Nachbarn sind, glaube ich, aufgewacht. Das muss ja auch nicht sein. Also es gab ja vorher die Diskussion, dass 1.0 geschwächt war. Das habe ich auch schon mal erklärt. Version 1.0 war ja ein bisschen leichter vom Schwierigkeitsgrad. 1.01 ist aber der normale Schwierigkeitsgrad, auch wenn es noch andere Patches noch gibt. Und ich will mich nicht zu viel selber loben, aber ich stelle mich gar nicht so scheiße an. Ups, schneller. Augenblick. Nein! Ah, hinter dem Brunnen hängen geblieben, no. Mich gerade gelobt und dann schaffe ich nicht mal die Hanseln. Ah, hier ist so viel. Okay, das gucke ich mir andermal an. Sonst komme ich durcheinander. Sonst komme ich echt durcheinander. Also hier gibt es eine Menge zu tun. Ich gucke mir nochmal ganz kurz an, was da hinten noch gibt. Das sieht auch so cool aus hier. Wir gucken erstmal die Kathedrale hier noch. Gucken, ob ich das Tor aufmachen kann. Das kann man vielleicht aufmachen hier. Nee. Vielleicht kann man dann doch hier nichts mehr erkunden. Gibt es hier an der Seite vielleicht noch irgendwas? Ja, cool. Mal ganz kurz wissen, wo ich jetzt bin. Hohepriester Sullivan. Da gibt es auf jeden Fall in der Nähe noch die Treppe und irgendwie noch einen anderen Weg. Ich glaube, das sind die Sachen, die ich am nächsten mache, weil die liegen mir so auf der Seele und dann vergesse ich die. Dass ich zu dem entfernten Anwesen reise. Ich erstmal zurückgehe, noch Level. Als nächstes zum entfernten Anwesen. Und da dann spiele. Und danach hier weiter erkunde. Oder ist das hier beim Sullivan? Ist das ein abgeschlossenes Gebiet? Hm. Das ist die Frage. Ist das ein abgeschlossenes Gebiet und kann ich das eben machen? Oder geht es da irgendwie weiter im Großen und Ganzen? Und geht es dann bei dem, wie heißt das Gebiet? Bei dem Anwesen weiter. Genau. Entweder geht es hier weiter, weil da war auf jeden Fall noch irgendein Weg. Oder hier geht es weiter. Bin ich nicht ganz sicher. Aufleveln will ich aber noch. Und da ich aber auch... gucken, wie viel ich da noch brauche, dass ich dann auf jeden Fall noch mal vielleicht ein paar Seelen esse. Also 10.000 bräuchte ich noch mal, die könnte ich aber rausbekommen. Kann ich jetzt die Hosen anziehen, die ganze Rüstung? Nee, noch nicht. 74. So, noch ein bisschen. Aber es wird schon cool, wenn ich die endlich tragen kann.
kann bald die Gamaschen des Schwarzen Ritters tragen. Gerade nur, was sonst noch so cool wäre. Die sind schon mal auf jeden Fall einfach besser. Und danach kommt dann nochmal... Na, vielleicht brauche ich gar nicht die Kathedralen, die Hose sieht man eh nicht so. Die Gamaschen des Schwarzen Ritters sind echt schon ziemlich gut. Guck mal, 72. Erstmal mit 10.000 noch. 10.000 kriegen wir doch noch zusammen, oder? Guck mal, eine benutzen, wie viel bringt das? 5.000, okay. Das geht sogar relativ sehr easy. Wie viel bringen mir die? Ich nehme einfach mal alle, gucken. Okay, nochmal 15.000. Sehr schön. Die kleinen können wir einfach mal mitnehmen, die aus dem Inventar weg sind. Die bringen 50, glaube ich, pro. Ja, sehr schön. Ich soll mein Gesicht nochmal als Zombie zeigen. Das mache ich regelmäßig. Aber das kann ich auch jetzt nochmal machen. 33.000. Nochmal, dann bin ich für 48. Das könnte sogar für 2 Level reichen, oder? Machen wir ruhig einfach alle 3. So, kann ich mal kurz zeigen, wie ich aussehe. Zeigt das nicht hier an? Stopp, muss ich es umschalten? So, so sehe ich aus. Hübsch, oder? Ganz, 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 ganz hübsch. Welcome home, Ashen One. Speak thine. Very well, then touch Haken up. Ha, 2 Level. Passt jetzt ziemlich genau. Kann ich jetzt die Rüstung? Kann ich immer noch nicht komplett tragen. Die Hose auf keinen Fall, aber vielleicht kann ich die Finsterrüstung. Nicht die Finstergamaschen, sondern die. Ja, genau, 90,8, sauber. Nochmal ein ganzes Stück besser. Die werden nochmal besser mit den Stats. Aber mein Gott, das ist schon mal immer noch ein ganz schöner Fortschritt. Und die Hose sieht schon ein bisschen besser aus, finde ich. Als die Finster sehen so ausgemergelt aus. Da sehe ich schon drunter so schlimm aus. Das muss ja nicht sein. So, ich gucke ganz kurz. Ich glaube, ich habe auch letztes Mal, weiß ich mal gefragt, wurde eigentlich meine ganzen Estus-Scherben und Untoten-Aschen habe ich schon verbraucht. Ich gucke mal ganz kurz trotzdem. Habe ich gemacht. Und hier kann ich auch nichts mehr machen. Und dann reise ich zurück zum entfernten Anwesen und gucke erstmal, was da los ist. Und dann erforsche ich das bei Hohepriester Sullivan, weil da gab es auch noch... Mir zu viel wieder. Das mag ich nicht, wenn es so verzweigt ist. Das gucke ich mir also als nächstes an.